Das sieht ja schon mal sehr gut aus hier beim Hansa-Trainingslager in La Manga in der Provinz Murcia. Das liegt südlich von Valencia. Das Wetter ist eigentlich ganz prima. Und bei mir Alexander Stevanovic. Herr Stevanovic, wie sieht es denn aus in der Mannschaft? Drei neue gilt es zu integrieren. Klappt es ganz gut? Bis jetzt ja. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht und ich hoffe sehr, dass diese Spieler uns weiterhelfen können in der Rückrunde. Merkt man denn das, dass man sich dann auch wirklich näher kommt in so einem Trainingslager? Denn Sie selber waren ja auch neu vor der Saison und dass so ein Trainingslager hilft? Ich denke schon, vor allem weil wir jetzt nonstop zusammen sind und das bringt die Mannschaft zusammen. Und ja, ich hoffe, dass es auch Auswirkungen hat auf den Platz. Und auch für Sie haben Sie technisch was dazugelernt? Ja, da ist immer Luft nach oben. Okay, denn wir werden nachher diesen Parcours hier durchlaufen um die Wette. Wer ist denn stärker von uns beiden? Das werden wir gleich sehen. Okay, werden wir es ausprobieren? Sind Sie eigentlich Frühaufsteher? Nein, nicht so. Müssen Sie aber sein, denn der Tag für Hansa Rostock beginnt herzlich früh. 7.45 Uhr, Frühsport. 30 Minuten Laufen vor dem Frühstück in den Bergen von La Manga. Der Ort liegt an der Küste am Mar Menor, dem größten salzhaltigen Binnengewässer Europas. Die Provinz ist bekannt für das milde Winterklima mit durchschnittlichen 14 Grad. Sonnenaufgang um 8.15 Uhr. Und um 10 Uhr fliegen die Gewichte über den Rasen. Kondition und Spurtkraft sollen helfen im Abstiegskampf. Neu auf der Kogge und verkleidet als einäugiger Seeräuber Marcel Schuhn vom 1. FC Köln im Reaktionstest. Ob er die Nummer 1 wird im Hansa-Tor? Trainer Baumann schweigt dazu. Ansonsten stehen Standards und immer wieder Abschlusstraining auf dem Programm. So will der Tabellenvorletzte doch noch die Klasse halten. In der Rückrunde müssen nach vorsichtigen Schätzungen wohl 8 Siege her. Bislang hat das Team erst 4-mal gewonnen. 2700 Kilometer mit dem Wohnmobil von Ludwigslust nach La Manga. Den besten Platz hat er sich verdient, auch wenn das, was er sieht, nicht immer zu Beifallsstürmen hinreißt. Schuhn, Alschwede, Ikeng. Die drei Neuen sollen Hansas Defensivverbund stärken. 46 Gegentore, so viele Treffer wie Hansa hat kein Team in der dritten Liga kassiert. Mit dem Bus zum Mittagessen und dann Mittagsruhe. Naja, fast. In der Stubenkontrolle. Trainer Baumann hat seine Mannen in Fußball-WGs zusammengelegt. Ah, hallo Herr Krause. Wunderbar. Ja, so sieht's aus hier in den Wohnungen. Zu viert hier drin? Richtig. Zu viert. Zwei Räume, wo wir schlafen können. Ein Aufenthaltsraum, eine Küche. So sieht's aus. Braucht man denn eine Küche überhaupt? Nicht unbedingt. In unserem Fall, wir kriegen ja das Essen so oben im Restaurant. Alles klar. Können wir mal reingucken? Gut. Guten Tag, die Herren. Hallo. Ah, das ist so die nette Stubenbesetzung. Ein Neuer ist auch mit dabei. José Ikeng. Kann ich vielleicht mal kurz so rum? Ja, wie sind denn die neuen Spielkameraden, kann man ja quasi sagen. Sind die okay? Bisher sind sie alle anständig, ja. Also verhalten sich anständig, ja? Sich ruhig und anständig, so wie sich das gehört, ja. Nun sind ja hier insgesamt 4. Gibt es denn einen, der schnarcht? Eigentlich habe ich noch niemand schnarchen gehört, aber dann so war gestern ein bisschen kritisch. Er hat ein bisschen geschnarcht gestern, aber er hat das gar nicht mitbekommen. Er war so sehr im Tiefschlaf. Ja, ein bisschen hat er geschnarcht, ja. Der Herr Weidlich, ja? Ja. Aha. Und das ist die Küche. Sehr schön. Das ist eigentlich alles da, was man braucht, ne? Ja. Mikrowelle, Waschmaschine sogar. Gibt es denn auch so einen Putz- und Flickdienst oder wer was macht? Nein, nein, an sich nicht. Jeder kümmert sich drum. Das Einzige, was wir hier regeln, ist, wer die Klamotten wegbringt. Das wird jeden Tag ausgeschnickt und dann trifft das immer mal einen anderen. Das ist ganz gut. Ah, okay. Wer dann dafür verantwortlich? Richtig, jawohl. Okay. Wer hat heute verloren? Weiß ich gar nicht genau. Ich war es auf jeden Fall nicht. Okay, sehr, sehr gut. Nachmittagstraining, die Perlenkette. Die Spieler sollen lernen, die Abwehrblöcke in Bewegung zu verschieben und die Räume zu verengen. Das zentrale Ziel der Arbeit von Trainer Baumann. Mit den Worten des Chefs im Ohr geht es am Mar Menor um 22 Uhr ins Bett. Weiter geht's mit den Nachrichten in Schwerin. Zurück in La Manga und jetzt wird's scharf, denn dieses Messer gehört Emilio. Emilio ist dafür verantwortlich, dass die Gerichte stimmen hier im Trainingslager von Hansa Rostock. Emilio, was ist denn so ein richtig gutes Nicht-Abstiegsgericht? Pues el secreto es una dieta equilibrada. Also dazu gehören Nudeln, Carbohydrato, Proteine, un poquito de verdura, ein bisschen frisches Gemüse,
gebratene Kartoffeln, Reis und die Soße. So ist es perfekt. Zur Sicherheit dann jeden Tag? Ja, jeden Tag. Na dann mal los. Muchas gracias, Emilio. A usted. Und wir hoffen natürlich, dass es klappt. Doch jetzt erstmal das Wetter aus Schwerin. Man sieht es den Ausläufern von. Wir sind zurück in La Manga in Spanien beim Trainingslager von Hansa Rostock. Und ich habe mir illustre Gesprächsgäste dazugeholt. Einmal Uwe Klein, herzlich willkommen, und Carsten Baumann. Hallo. Fangen wir an mit Uwe Klein. Sie haben die Trainerausbildung mit Herrn Baumann gemeinsam gemacht. Hand aufs Herz, wie oft mussten Sie schon sagen, wenn Herr Baumann gesagt hat, ich hätte gerne jemanden, können wir den nicht erfüllen, diesen Wunsch? Naja gut, ich meine, in der jetzigen Situation ist es halt einfach erstmal wichtig gewesen, dass wir die Liquiditätslücke schließen. Vorher waren die Möglichkeiten einfach noch nicht da. Wir schauen und sprechen natürlich sehr, sehr viel, was neue Spieler anbetrifft, was man eventuell machen kann. Aber wie gesagt, die finanzielle Auflage war halt jetzt einfach erstmal das Allerwichtigste. Und jetzt können wir in Ruhe, nicht in Ruhe, zwar doch in Ruhe, aber ein bisschen zügig jetzt mal gucken, dass wir da noch das ein oder andere vielleicht regeln können. Für Sie als Trainer, Herr Baumann, man ist da in so einer Zwickmühle drin. Man kennt natürlich die Nöte des Vereins auf der einen Seite, auf der anderen Seite, klar, der sportliche Erfolg soll stimmen dann am Saisonende. Wie reagiert man darauf oder agiert man, gerade wenn es um neue Spieler geht? Versteht man das alles oder ja, sagt man einfach, nee, der muss her, sonst geht's nicht? Selbstverständlich verstehe ich das. Wenn Sie sagen, der muss her, sonst geht's nicht, aber wenn die finanziellen Mittel das bis jetzt nicht hergegeben haben, dann muss man das als Trainer einfach so akzeptieren. Aber wir haben einen ganz engen Kontakt, tauschen uns mehrmals täglich aus und sind auch das, was Spielerverpflichtungen angeht, bis jetzt immer auf einer Linie gewesen. Und wir werden wirklich alles tun, um die Mannschaft zu verstärken, damit wir am Ende drin bleiben. Herr Klein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie überzeugt sind Sie von der Mannschaft, so wie sie bisher steht? Naja, ich glaube, das kann man jetzt nicht an so einer Skala festmachen im Moment, weil die Vorbereitung ist natürlich jetzt erstmal schon sehr, sehr intensiv. Ja, wir haben das Training oder die Trainer haben das Training umgestellt, etwas sehr, sehr viel im athletischen und Kraftbereich in der Anfangsphase jetzt gearbeitet. Das hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Herr Baumann, eine Sache noch zum Training. Mir ist aufgefallen, nach gelungenen Trainingseinheiten oder überhaupt klatscht die Mannschaft. Haben Sie gesagt, ja, um dieses positive Gruppenerlebnis einfach zu bekommen, hinzukriegen? Na, das habe ich nicht eingeführt, sondern das kommt aus der Mannschaft heraus und das finde ich ein absolut positives Zeichen, wenn sie der Meinung ist, dass das Training erstmal gut war, von Trainerseite gut vorbereitet, aber auch sich selbst anzufeuern, dass sie gut gearbeitet haben und das ist ein absolut positives Zeichen und nur so kann es gehen in den nächsten Wochen. Wir müssen das ganze Negative, was war, müssen wir abschütteln und müssen wieder positive Gedanken in die Köpfe der Spieler reinkriegen. Welche Schlagzeile, Herr Baumann, würden Sie gerne lesen am Ende der Saison? Ja, da gibt es nur eine, dass wir alle zusammen hier bei Hansa Rostock es fertig gebracht haben, über dem Strich zu stehen. Das wird eine Herkulesaufgabe, aber wir werden alles geben und werden jeden Tag hart daran arbeiten. Dankeschön, Herr Baumann. Dankeschön, Herr Klein, für dieses Gespräch. Viel Glück vor allen Dingen für die Rückrunde. Ja, und wir wollen heute schon mal sehen, wie das Spiel gegen Cartagena gelaufen ist. Hansas erster Testgegner im Wintertrainingslager ist der Tabellenzwölfte der dritten spanischen Liga. Die erste Halbzeit gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Cartagena immer einen Schritt schneller und schon in der Anfangsphase mit dem verdienten 1:0. Die neuen Hansa-Spieler unauffällig, der spanische Gegner durchaus mit Knochenkontakt. Das Foul an Safran bleibt ungeahndet. In dem ruppigen Spiel kommt es in der ersten Halbzeit zu mehreren Rudelbildungen. Nur Fußball wird nicht gespielt. In der zweiten Hälfte Rostock dann zwar mit dem zweiten Anzug, einmal praktisch durchgewechselt, aber aufmerksam und mit Chancen. Hansa im Pech nach einer umgeleiteten Hereingabe. Im Mittelfeld läuft der Ball einige Male geschickt durch die Reihen. Rostock immer dann gefährlich, wenn es schnell geht und der Gegner überrascht wird. Kurz vor Schluss eine Ecke. Standards lässt Trainer Baumann intensiv üben. Dieser Ball tanzt von der Lattenkante ins Aus. Am Ende bleibt die Erkenntnis, für Carsten Baumann bleibt viel Arbeit im Abstiegskampf. Und die 150 mitgereisten Hansa-Fans
hatten außer dem Wetter wenig Grund zur Freude. So, und jetzt kommt zum großen Showdown. Alexander Stevanovic, ein bisschen nervös oder nicht? Ein bisschen. Gut gelogen, würde ich mal sagen. Okay, es geht darum, wer diesen Slalom so schnell wie möglich durchlaufen kann. Wir beide um die Wette. Ich weiß schon, wer der Sieger ist, aber wir probieren es mal und wollen es jetzt auch testen. Ich würde sagen, auf mein Kommando. Auf die Plätze. Fertig, los. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also den verdienten Sieger. War knapp, ne? Das kann man so sagen, ja. Dankeschön. Ja, und wir geben zurück ins Studio aus La Manga und schalten Sie heute Abend auch ein um 19:30 Uhr das Nordmagazin. Tschüss aus Spanien.